Auf der Suche nach gutem Internet. Ich habe ja so auf meiner Weltreise immer so Montag und Dienstagvormittag, wo ich ein paar Stunden was arbeite, ja, Interviews mache oder Strategiegespräch oder live eben in der Gruppe bin. Und dazu ist es ganz gut, wenn man ein gutes Internet hat. Und jetzt sind wir ja nach Peru rübergefahren, nach Mancora. Ich habe übrigens recht hier hinter mir die Schiffe, die Boote. Es ist hier ein Traum, wunderschön am Meer. Hier ist jetzt um die Zeit auch die Wale. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich denke, wir werden die Woche mal rausfahren und schauen, ob wir die sehen können. Und die großen Schildkröten auch, die hier schwimmen und mit denen man schnorcheln kann. Ja, aber zurück zum Internet. Wir haben gestern den ganzen Sonntag jedes Hotel abgeklappert, das es hier gibt, jedes Café, um zu schauen, wie ist denn das Internet dort. Und ja, für Leute, die einfach nur WhatsApp machen oder Facebook, reicht es zur Genüge vollkommen aus, weil da passt es. Allerdings, wenn man live gehen will, Interview machen will, dann bräuchte man etwas mehr an Downloads und Uploads. Wir haben, ich glaube, das Beste, was wir gefunden haben, war sieben Download und irgendwie was um die zwei Upload. Da sind wir jetzt auch hergegangen in dieses Hotel mit dem Besten. Christoph hat dann gestern Abend doch noch ein Café gefunden, das, ich glaube, über 30 Download hatte und über 10 Upload. Sensationell, das macht allerdings erst abends um 5 Uhr auf. Das hilft mir jetzt nichts, deswegen bin ich jetzt hier. Spannend war natürlich, dass das auf dem Handy haben wir das getestet. Auf dem Laptop schaut schon wieder ganz anders aus. Da sind die Werte wieder schlechter. Aber nichtsdestotrotz, ich habe jetzt nachher mein erstes Interview, bin gespannt, wie es funktioniert und hoffe, dass alles gut geht. Wie sind denn deine Erfahrungen, wenn du zwischendurch unterwegs arbeiten möchtest irgendwo? Wo ist es wunderschön und wo ist das Internet auch so, dass du sagst, boah, es ist beides gut möglich. Ich kann hier Urlaub machen, mich erholen und ich kann aber auch gut und entspannt arbeiten. Übrigens, ansonsten zum Arbeiten, auch mein Buch weiterzuschreiben, ist es natürlich sehr, sehr schön. Seid hier mal da oben, kann ich sitzen mit dem Blick aufs Meer runter. Das hat schon was. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt erstmal einen traumhaft schönen Tag. Lass dir es gut gehen und bis bald.